Energie Cottbus hoffte heute auf Rückkehrer Vasile Miriuza, doch optimistisch blickte der Spielmacher nach überstandener Verletzung nicht gerade drein. Der erste FC Köln im gelben Dress war schon zu Beginn der bessere von beiden Bundesliga-Aufsteigern. 13 Minuten vorbei, Fehler Miczewski und so leicht kam Christian Timm zu seinem 6. Saisontreffer. 0:1, frühe Führung für die Gäste vor 13.800 Fans mit freundlicher Unterstützung der Cottbusser. Torwart Pieplitzer ohne Chance. Köln auch im zweiten Durchgang mit den besseren Möglichkeiten. Markus Kurt. Bei der zweiten Sense hob er ab und das gefiel Torwart Pieplitzer genauso wenig wie dem Schiedsrichter. Statt eines Elfmeters erhielt Kurt die gelbe Karte für seine Flugeinlage. Gastgeber Energie im Angriff harmlos, in der Abwehr sorglos. Dirk Lottner mit dem 0:2, 20 Minuten vor dem Ende. Die Entscheidung. Zwei Männer, zwei Perspektiven. Für Eduard Geier geht es um die Bundesliga-Existenz, für den Kölner Ewald Lienend jetzt sogar um den UEFA-Cup.